Marcel Roschka Institution als Bassist hat er sein halbes Leben diesem Hause gewidmet, hat alle großen Rollen hier und natürlich auch auf seinen Gastspielen in vielen großen Opernhäusern der Welt, in Europa gesungen. Er ist sehr häufig in seinem Heimatland, singt in Bukarest an der Oper und heute Abend eröffnet er das Konzert mit einem Heimatlied aus seinem Heimatland. Hier ist für Sie Kammersänger Marcel Roschka, begleitet wird er von Hans Bruhn. Oh.
drei doch so gut aussehende Mit-50er sind. Der eine ist 50, der andere fast 50 und einer ist von 50. Meine Damen und Herren, was tun wir nach der Musik? Marcel hat gesagt, wir machen in Essen ein rumänisches Spezialitätenrestaurant auf. Ich gehe hinter die Theke, Marcel geht hinter die Theke, Hans in die Küche und ich muss bedienen. Und abends werden wir dann einen Tänzettabend mit Opernmelodien singen und wir werden dann schnell umziehen, in Fräcken gekleidet. Und ich finde die Idee sehr gut, aber bevor wir soweit sind, müssen die beiden jetzt erst nochmal Rossinis Barbier von Sevilla für die zahlenden Gäste zum Besten geben. Über das Restaurant und wo das ist und was wir zu essen machen. Wir erfahren ja alles. Ronzando, ronzando, nell'orecchio della
geschossen. Sie haben sich gewünscht, dass er aus der Verdi-Oper Nabucco die Arie des Zacharia Vieni o le Vita singt, was so viel heißt wie Kommet, o Wissende. Und wer ihn einmal gehört hat und seine charismatische Erscheinung auf der Bühne erlebt, der weiß, dass er weiß, wie man es macht. Marcel Roschka und Hans Ruhn. Oh!